alten Speisesaal, den man früher auch Remta nannte. Und es ist der zweitgrößte Raum hier in der Burg. Direkt beim Hereinkommen entdeckt man auch eine Vorliebe des Wiedererbauers. Dieser verdiente sein Geld mit dem Eisenhandel, hatte aber eine Vorliebe für Holz und Holzschnitzerei. Auch die Wände hat er mit Eiche tätschen lassen. Und generell gibt es auch in der gesamten Burg keine Tapeten. Das gotische Zimmer und dieser Name leitet sich von der Deckenkonstruktion ab, ein gotischer Spitzbogen. Gotik strebt in die Höhe und früher hat man sich durch diese Höhe Gott näher gefühlt. Deshalb gibt es auch in vielen Kirchen und Kathedralen gotische Decken. Ein anderer Name für diesen Raum ist auch Caminate und dieses Wort leitet sich aus dem Lateinischen von dem Wort Caminata ab, was so viel bedeutet wie kaminbeheizter Raum. Wir befinden uns hier im Übergangszimmer und wir stehen gerade auf dem vierten und letzten Burgtor dieser Burg, welches die Vorburg von der Hochburg trennte. Und wie in jedem Raum lohnt sich auch hier ein Blick zur Decke. Diese ist der Dachform angepasst. Außerdem gibt es auch keine Decke in der Burg zweimal. Wir sind hier im Jagdzimmer und die Trophäen an den Wänden wurden alle in Eifelrücken zurückerlegt. Solch einem Wildschwein ist man zum Beispiel mit einer Saufeder hier daneben hängt zu Leibe. Bei Grabungsarbeiten ist man aber glücklicherweise nach der Hälfte der Strecke, nämlich nach 50 Metern, auf eine Wasserader gestoßen, die mitten durch den Berg hindurchführt und somit die Wasserversorgung auf der Burg sicherte. Dieser Brunnen ist also 50 Meter tief, bis zum Wasser sind es ungefähr 48 und das Ganze möchte ich jetzt einmal demonstrieren, indem ich Wasser in den Brunnen schütte. Und wenn wir alle ganz leise sind, dann hören wir auch, wenn das Wasser unten ankommt.